Hallo Leute, hier ist euer Open Beta und ich habe Probleme gehabt, Rocket League auf dem Splitscreen zu zocken und für alle, die wissen wollten, wie man Rocket League auf zwei Bildschirmen zockt, aber jeder für sich ist, das kann ich euch ganz einfach erklären. Und zwar habt ihr hier euren ersten Bildschirm und da euren zweiten. Und jetzt geht ihr hin unter Nvidia-Steuerung für AMD-Grafikkarten, weiß ich leider nicht, wie es ist. Und stellt hier unter der Surround-Physik-Konfiguration diese mit Surround-Überanzeigen verteilen ein. So. Drückt ihr auf Übernehmen. Und ihr werdet hier jetzt sehen, dass eure beiden Bildschirme da sind. Ist klar, ja, ist eingestellt. Aktivieren. Und seht ihr da, der Bildschirm ist wesentlich größer. Na, jetzt kommt ihr bei mir rum. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, ich mache mal hier einen kleinen Stopp und guck mal, dass ich den Bildschirm ein bisschen größer bekomme. So, ja, jetzt sehen wir hier schon, jetzt habe ich hier aus zwei Bildschirmen eingemacht. Gehen wir mal hin, starten Rocket League. So, und wie ihr sehen würdet, ist das Bild jetzt in der Mitte. Wie machen wir das jetzt also am besten? Wir gehen hin, Option, Videoeinstellung, gehen dann hoch, übernehmen. Und jetzt haben wir zwei Bildschirme. So, um das Ganze jetzt noch zu Ende zu bringen, müssen wir hier die horizontale geteilter Bildschirm Option abschalten, dann gehen wir raus, schalten den zweiten Controller ein, starten diesen auch, dann dürfte das jetzt so aussehen. Ich gehe mal jetzt auf Training, ja, so okay. Und seht da zwei vollwertige Bildschirme. Ja, ich würde sagen, das dürfte als Demonstration von diesem ganzen Tutorial reichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin euer Open Beta. Bis zum nächsten Mal.